الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك
إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Erstmal fühlt ihr euch wohl, so wie ihr seid. Alhamdulillah. Alles gut, inshallah. Heutzutage musst du alles für diejenigen machen, die Zuhörer sind. Ansonsten kommen sie nicht mehr. In der Zeit von Al-A'mash, wer kennt Al-A'mash von euch? Kennt jemand Al-A'mash? Er hat Hadithe überliefert. Und einer der Gelehrten natürlich. Als er einmal gesehen hat, dass Leute bei ihm lernen wollten, dann hat er erstmal jeden angesprochen. Es waren 6 oder 8 Leute. Wer sagt mir, warum hat er das gemacht? Warum hat er jeden angespuckt? Damit er sieht, wer tatsächlich es ernst meint. Weil wenn man bleibt, dann weiß er, Alhamdulillah, diese Person will was sein. Deswegen, wir wollen euch nicht anspucken, Alhamdulillah, sondern wir wollen, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr euch auch hier, Alhamdulillah, in dieser Moschee vor allen Dingen besser fühlt als zu Hause, bi'idhnillah ta'ala. Wen hat es gestern getroffen mit den, bitte keine Fotos machen, bitte löschen, barakallahu. Wen hat es gestern getroffen mit dem Unwetter? Hat es einen getroffen von euch? Alle? Habt ihr alle Traktoren, wo ihr nichts gemerkt habt? Allahumma barik. Nicht hat es getroffen? Keller war voll. Keller war voll. Alhamdulillah. Und jetzt ist er immer noch voll? Ja. Jetzt ist er noch voller. Durch das Wasser. Möge Allah euch alles im Besten ersetzen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah über eine weitere Geschichte aus dem Koran sprechen. Das letzte Mal haben wir über die Geschichte von Ashabul Kahf, über die Leute der Höhle gesprochen, die in Surat Al-Kahf verzeichnet ist. Heute, bi'idhnillahi samil alim, hören wir eine Geschichte, wo Allah Azza wa Jal mit seinem Propheten und Gesandten Ibrahim alayhi salatu wassalam gesprochen hat. Und ihr solltet wissen, Ibrahim war nicht nur ein Gesandter. Welchen Beinamen kennen wir von Ibrahim? Was hat ihn ausgezeichnet? Welcher Beiname? Abu Yusuf, bitte. Khalilullah. Wer weiß, was heißt Khalilullah? Das ist der? Der Freund Allahs. Und es gab nur 2 Gesandte, die Freunde Allahs Azza wa Jal gewesen sind. Einmal Ibrahim. So schlau seid ihr, alayhi salatu wassalam. Und einmal Muhammad sallallahu alayhi wassalam. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist keine kleine Ehre, dass man Khalilullah ist, der Freund Allah subhanahu wa ta'ala. Vielmehr hat Allah subhanahu wa ta'ala das manchen Gesandten gestattet und anderen nicht. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Und diese sind die Gesandten, sagt Allah Azza wa Jal. Wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Frage an euch. Wir kennen ja die Ayah im Koran. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten. Heißt das, dass wir nicht sagen dürfen, dieser ist besser als jener? Ist es das, was in dieser Ayah gemeint ist? Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen? Wer kennt die Antwort? Die Unterschiede, die uns Allah gezeigt hat. Okay, aber was heißt diese Ayah? Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Sehr gut. Dass sie überhaupt Propheten sind. Alle sind Propheten. Allah unterscheidet nicht.
in der Stellung eines Propheten. Aber was die Vorzüglichkeit von einem Propheten anbelangt, Allah sagt das doch, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Diese sind die Gesandten, wir haben die einen vor den anderen bevorzugt. Minhum man kallama Allah. Unter ihnen gab es welche, mit denen Allah direkt gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir, dass Allah azza wa jalla schon Gesandte vor anderen Gesandten bevorzugt hat. Das heißt aber nicht, dass wir den ganzen Tag darüber reden, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Beste, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Beste, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Beste. Natürlich ist er der Beste, alaihi salatu wasalam, aber wir übertreiben nicht in diesem Thema. Und dann solltet ihr eins wissen, liebe Geschwister, dass Allah azza wa jal uns mit diesen Geschichten lehren, auch natürlich nahelegen möchte. Das heißt, nicht nur, dass wir eine Geschichte als Geschichte lesen, sondern wir lernen daraus. Und es gab welche unter den Salaf, sie haben gesagt, ich würde ein Vermögen bezahlen, damit ich ein Beispiel, welches im Koran existiert, dass ich es verstehen würde. Subhanallah, sie wären bereit, was? Ein Vermögen zu bezahlen. Schaut mal, wofür wir heute bereit wären, ein Vermögen zu bezahlen. Nicht für das Verständnis des Koran. Aber so waren sie die Salaf. Und heute, bi'idhnillah as-sami'il alim, wollen wir über einen kurzen Dialog zwischen Allah azza wa jal und den Gesandten Ibrahim alayhi salatu wassalam erzählen, wo Allah azza wa jal sagt, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ibrahim alayhi salatu wassalam sagte zu Allah azza wa jal, O mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. So sagte Allah azza wa jal zu ihm, glaubst du immer noch nicht? So sagte Ibrahim, doch, aber damit mein Herz Ruhe findet. Dann befahl Allah azza wa jal, er sagte zu Ibrahim alayhi salatu wassalam, قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Er sagte zu ihm, nimm vier Vögel und lege von einem jeden Vogel ein Teil auf die Berge. Das heißt, nimm sie auseinander und verteile sie über die Berge. Daraufhin rufe sie zu dir. Und du wirst sehen, dass sie herbeigeeilt kommen. Sie kommen zu dir sofort. Und wisse, Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig, allweis. Allahu Akbar. Allah azza wa jal hat Ibrahim etwas gezeigt, was er keinem zuvor gezeigt hat. Ibrahim stellte ihm die Frage. Er sagte, O mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Frage an euch. Hat Ibrahim an Allah gezweifelt, dass er die Toten wieder lebendig macht? Aber er sagt doch, O mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Abu Shaib zählt nicht, du warst bei der Darsvorbereitung. Bitte schön. Er hat nicht einmal gezweifelt, sondern er wollte es sehen. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, hat nicht gezweifelt. Und niemanden hat Allah azza wa jal als Gesandten oder als Propheten erkürt, der schon vor seiner Berufung als Gesandter Kufr gemacht hat oder Schirk gemacht hat oder gezweifelt hat an die Existenz Allahs. Allah hat niemals so einen Propheten erwählt. Denn die Propheten waren schon vor ihrer Entsendung Leute, die Gläubige gewesen sind, richtig gläubige Herzen. Natürlich hatten sie nicht die Schriften, aber sie haben geglaubt an Allah azza wa jalla. Weil es gibt Leute, die den Koran auch leider nach ihren Gelüsten verstehen. Wenn wir fragen nach dieser Ayah,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Als Ibrahim gefragt hat, O mein Herr, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Er hat ihm nicht gesagt, كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, wie machst du die Toten wieder lebendig, sondern er sagte ihm, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Das ging nicht um, wie als ich zweifle daran, sondern das ging darum, dass er es sehen wollte. Wer sagt mir, warum wollte Ibrahim a.s. sehen, wie Allah azza wa jal die Toten wieder lebendig macht? Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Wenn du dein hübsches Gesicht in dieser Richtung verlagerst, dann brauche ich mir das Genick nicht zu brechen. Komm weiter rein, komm weiter rein. Die beißen nicht. Ich hoffe. MashaAllah. Ich habe immer die Braunschweiger unterschätzt, aber jetzt, Alhamdulillah, muss ich sie nochmal neu bewerten, bi'idhnillah ta'ala. Natürlich solltet ihr eins wissen, wir haben drei Arten von Yaqin. Wir haben Ilmul Yaqin, das ist das Wissen der Gewissheit. Und wir haben Ainul Yaqin, dass du etwas an Gewissheit durch dein eigenes Auge bekommst. Und wir haben Haqqul Yaqin, dass du diese Wahrheit spürst, diese Gewissheit spürst. Natürlich, wie wir gesagt haben, Ibrahim a.s. war nicht ein Gesandter, der vorher gezweifelt hat. Auch nicht vor seiner Entsendung Kufr gemacht hat oder dass er gezweifelt hat an Allah a.s. Und dieses übertrug auch Ibn Atiyah Rahimullah ta'ala und Al-Baghawi, großartige Tafsir-Gelehrten. Hier gibt es so etwas nicht. Weil überlegt nochmal eine Sache. Ein Prophet kommt zu den Menschen und er sagt ihnen, glaubt an Gott oder glaubt an Allah. Dann sagen sie ihm, glaubst du selber? Er sagt, ich denke. Ist das eine Aufgabe von einem Propheten? Nein. Die Propheten haben bestimmte Eigenschaften. Und es gibt einen Ijma, den manche Gelehrte auch übertragen haben. Sheikh al-Islam sagt, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, aber Wallahu alam, das ist ein Ijma, bedeutet, alle Propheten haben eins gemeinsam. Was denkt ihr, welche Eigenschaften muss ein Prophet erfüllen, damit er überhaupt ein Prophet ist? Bitteschön. Ja, das ist klar, ist klar. Aber was darf ein Prophet auf keinen Fall machen? Auch nicht vor seiner Entsendung, bevor Allah ihn zum Propheten erkürt hat. Bitte schön. Schirk oder Kufr? Sehr gut. Das ist Ijma. Wir haben doch gesagt, stellt euch vor, ein Prophet ruft Tote wie die Ahbash. Was würden die Leute noch von ihm nehmen? Keiner würde was von ihm nehmen. Schirk, Kufr, du wolltest noch was sagen? Genau dasselbe. Weil es richtig war. Bitteschön. Sehr gut. Das haben auch die Gelehrten dazu gezählt. Den Akhlaq im Allgemeinen. Und ihr kennt den Akhlaq der Propheten. Sie waren mit dem besten Benehmen. Trotz, dass manchmal ein ganzes Volk sie bekämpft hat, haben sie niemals ihren Akhlaq verloren. Schaut mal, Nuh a.s. Wie lange hat er Dawa gemacht? Nuh, Abdullah, wie viel? Da hast du was verwechselt. Nicht 90 Jahre, sondern, weißt du es? Du siehst immer so schlau aus. Aber es ist nur das Aussehen, ne? Bitteschön. Er sagt 90, 900, er sagt 90. Maher löst die Aufgabe. 90? Nicht ganz. Aber Yusuf, über 950 Jahre hat Nuh alayhi salatu wassalam Dawa. Wallah berichtet, jedes Mal, wenn eine Gruppe von den Kuffar zu ihm kam, haben sie sich über ihn lustig gemacht. Ist das leicht zu ertragen? Jeden Tag. Am Morgen und am Abend. Aber was hat er gezeigt? Geduld. Allah erschafft Menschen, wir können uns niemals vorstellen, dass diese Menschen auf diese Art und Weise, subhanallah, existieren. Schaut mal, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, unser Liebling, als er in der Schlacht in Uhud
einem Gegner gegenüberstand, hat dieser ihm mit dem Schwert auf den Kopf geschlagen. Was ist passiert bei ihm? Was ist mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam passiert? Ein Zahn. Seine Rüstung so getroffen ist von seiner Rüstung Teile in deinem Gesicht. Richtig. Und sogar, was ist mit einem Zahn passiert? Und er hatte Wunden im Gesicht. Dann nahm er das Blut und sagte, ein Volk, das dieses mit seinem Propheten macht, wird nie erfolgreich sein. Das war, was er dazu gesagt hat. Allahu Akbar. Was haben sie für einen Akhlaq? Was haben sie für einen Adab? Er kommt nach At-Ta'if. Und At-Ta'if war ein Neuanfang für ihn, nachdem er vom Hof vertrieben wurde aus Mekka. Und dort haben ihn die Leute wie begrüßt, nicht auf eine gute Art und Weise. Und sie haben gesagt, da kommt unser Prophet, da kommt derjenige, der uns beibringt, wie wir in das Paradies hereinkommen. Vielmehr haben sie ihn mit Steinen so lange beworfen, bis das Blut in seine Sandalen hereingeflossen ist. Dann kam Mikael zu ihm. Wer ist Mikael? Ein Engel. Sehr gut. Du hast das wieder gut gemacht, was du vorher falsch gemacht hast. Ein Engel. Dieser sagte ihm, Allah hat mir schon befohlen. Soll ich die beiden Achschabein über sie klappen? Sie waren Leute, die in einem Dorf gewohnt haben und über ihrem Dorf waren zwei Gebirgshälften. Was denkt ihr, was wäre mit ihnen passiert, wenn dieser Engel die zwei Gebirgshälften über sie geschüttet hätte? Sie wären alle gestorben. Er hat ihnen gesagt, befiehl mir. Allah hat es mir schon genehmigt. Dann sagte er, Allahumma ghfir li qawmi. Innahum la ya'lamu. O Allah, vergebe mein Volk, denn es sind Leute, die nicht Bescheid wissen. Allahumma hdi qawmi. Afan, er sagte, mein Herr, nicht vergebe, sondern leite mein Volk recht. Verzeiht mir, ich wiederhole und korrigiere das. Das erste war falsch. Allahumma hdi qalbi. Ich bin immer bei diesem Dua. Allahumma hdi qawmi. O mein Herr, leite mein Volk recht. Was haben die Leute mit ihm gemacht? Sie haben ihn mit Steinen beworfen. Jetzt ganz im Ernst. Stellt euch vor, euch würden Leute mit Steinen bewerfen, bis euer Blut in eure Sandalen fließt. Jetzt kommt ein Engel und sagt euch, ich habe von Allah den Auftrag bekommen, dass ich alles mache, befiehl mir nur. Was hätten wir befohlen? Sagt ehrlich, ich sehe euer Lachen. Wir hätten gesagt, dammirhum. Vernichte sie. Was sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O Allah, leite mein Volk recht, denn es sind Leute, die nicht Bescheid wissen. Und subhanallah, aus diesem Volk kamen exzellente Muslime hervor. Wer sagt mir, welche Muslime kamen hervor aus diesem Volk? Einmal? Nein. Aber er war einer, der viele Hadithe überliefert hat. Aber du hast gedacht, wenn er so viele Hadithe überliefert hat, dann muss das stimmen. Bitte schön. Khalid ibn Walid, sehr gut. Radiallahu anhu arda. Ikrima ibn Abi Jahl. Die kamen aus diesem Volk und waren dann Leute, die den Islam geliebt haben. Also hat Allah sein Dua erhört. Allah hat was? Sein Dua erhört. Und hier seht ihr, liebe Geschwister, so ein Charakter, wer kann so etwas besitzen? Wir können uns nicht vorstellen, so einen Charakter zu haben. Sondern es sind wirklich die feinsten Leute, die Allah Azzawajal unter seiner Schöpfung ausgesucht hat. Das heißt, die Propheten, eins fehlt mir noch, das ist mir sehr wichtig, machen keinen Kufr und keinen Schirk und sie haben keinen üblen Charakter oder Benehmen. Eine Sache fehlt mir noch, die sehr, sehr wichtig ist. Das Wichtigste bei einem Propheten. Sie machen keine großen Sünden. Okay, sie machen keine großen Sünden, richtig. Und speziell, welche Sünde nicht? Welche Sünde nicht? Ha? Das, was unsere Muslime Tag ein und Tag ausmachen? Sie lügen nicht. Sie lügen nicht. Stellt euch vor, ein Prophet würde lügen und dann würden die Leute zu Allah sagen, wenn Allah sie fragen würde, warum seid ihr nicht dem Propheten gefolgt? Wir haben ihn nicht geglaubt, weil er ein Lügner ist. Selbst hier hörst du in diesem Volk, sie sagen, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Selbst wenn er
die Wahrheit spricht. Ihr seid richtig eingedeutscht. Alle B1-Kursen, Schabba? Migrationshintergrund. Jetzt das neue Thema. Jugendliche mit Migrationshintergrund, die gewalttätig im Schwimmbad sind. Neues Thema. Nein. Subhanallah, die fragen immer nur, oder die sagen immer nur, die sind gewalttätig. Aber wie sie gewalttätig geworden sind, durch diesen kriminellen Rap und durch diese Filme und durch diese Social Media, das interessiert keinen. Sie haben praktisch die Grundlage dafür, Gebote, dass sie so kriminell sind. Aber das, by the way. Wir hören, ein Prophet hat bestimmte Eigenschaften. Er darf niemals lügen. Sagt mal Abul Bara, kann das sein, dass ein Prophet niemals in seinem Leben gelogen hat? Ja, das kann sein und das ist auch so. Und das ist Ijma unter den Gelehrten, wie manche Gelehrte übertragen haben. Und ich habe euch gesagt, manche andere haben gesagt, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Aber Propheten können was machen? Können was machen bezüglich der Sünden? Können bezüglich der Sünden? Kleine Sünden machen. Wir sagen, ja, sie sind Propheten. Richtig. Aber sie können kleine Sünden machen. Aber der Unterschied zwischen den Propheten und uns ist, dass sie auf diese Sünden nicht beharren. Sondern wenn sie sie gemacht haben, dann lassen sie sie. Wer sagt mir von einem Propheten, der eine Sünde gemacht hat? Und wir haben das deutlich im Koran verzeichnet. Tafaddal Abu Shaykh. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ Und Adam in Surat Taha. Und Adam hat sich seinem Herrn widersetzt. Klare Eier? Klare Eier? Was hat er gemacht? Was hat Adam a.s. gemacht? Er hat vom verbotenen Baum gegessen. فَأَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Und Allah berichtet uns, der Shaitan hat sie betrogen. Wen? Adam und Hawa alayhi salam. Als sie von diesem verbotenen Baum gegessen haben, hat Allah ihre Aura sichtbar gemacht. Das heißt, zuvor war die Aura was? Was war die Aura zuvor? Bedeckt. Was heißt Aura? Das sind die Körperstellen, die von keinem gesehen werden dürfen, außer vom Ehemann oder Ehefrau. Aber heute müssen wir sagen, vom Ehemann, der Ehemann vom Ehemann. Seid ihr für Gender? Nein, nein. A'udhu billah, astaghfirullah. Du hörst immer in einer Klasse, wo alle Muslime sind, wenn der Lehrer damit anfängt, LGBT, die sagen alle astaghfirullah. Alle hintereinander. Alhamdulillah, möge Allah unsere Jugendlichen bewahren. Das heißt, liebe Geschwister, wie wir schon bereits gesagt haben, ein Prophet könnte eine kleine Sünde machen, aber er beharrt nicht darauf, sondern wenn er sie macht, dann lässt er sie. Was hat Adam a.s. gemacht, nachdem er diese Sünde gemacht hat? Er hat bei Allah azzawajal um Vergebung gebeten. Um Vergebung gebeten. Und Allah azzawajal subhanahu hat ihm vergeben. Zurück zur Geschichte. Ibrahim sagt, ja Allah, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Manche Leute, wal'iyadu billah, haben gesagt, Ibrahim hat Zweifel gehabt. Subhanallah, schaut mal, deswegen sagen wir euch, es gibt Leute, die sind einfach im Dalal. Eine Seite davor, wirklich, wir sind in welcher Sura? Welche Sura ist das? Sura? Nein. Wo Allah dieses Gespräch mit Ibrahim a.s. hat. Oh mein Herz, zeige mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Das ist in Surat Al-Baqarah. Eine Seite davor sagt Allah Azza wa Jal, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Als dieser Verbrecher, dieser Tyrann Namrud gekommen ist, ein ungerechter Herrscher, hat er sich gezeigt und war hochmütig gewesen. Und Ibrahim hat mit ihm diskutiert, liebe Geschwister.
Dann sagte Ibrahim, nachdem er gesehen hat, dass das ein Ungerechter ist, mein Herr ist derjenige, der die Toten wieder lebendig macht. Hier haben wir doch. Warum sollte er zweifeln? Eine Seite davor ist diese Ayah. Wie kann man dann sagen, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam gezweifelt hat? Wie können wir sagen, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam gezweifelt hat? Dann fragte Allah azza wa jal, glaubst du immer noch nicht? Ist das ein Angriff von Allah? Ist das ein Tadel von Allah? Nein. Das ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala von Ibrahim weiß, dass er gerne eine Stellung haben möchte. Schaut mal, was die Gelehrten sagen. Ibrahim wollte hier von Allah azza wa jal wissen, welche Stellung er bei ihm hat. Weil wenn du einer bist, der eine gewaltige Stellung bei Allah hat, was macht Allah mit deinem Bittgebet? Er erfüllt es. Und er wollte wissen, welche Stufe habe ich bei Allah? Das ist die Aussage von einigen Gelehrten. Damit er, ja hala, ja hala. Bitte diesen Unruhepunkt auflösen, inshallah. Wir sagen nachher. Damit er sieht, welche Stellung hat er bei Allah azza wa jalla. Weil Allah Azza wa Jal hat von manchen Dienern sofort das Bittgebet erfüllt. Und so haben diese Diener gesehen, welche Stellung sie bei Allah subhanahu wa ta'ala hatten. Allah Azza wa Jal sagt zu ihnen, nimm vier von den Vögeln. Und das waren alles eine Art Vögel. Also was man auch als Vogel nennen kann. Warum vier? Ja, wenn hier fünf gestanden hätte, hättest du gefragt, warum sechs? Diese Fragen stellt man nicht. Weil Allah Azza wa Jal hat die Weisheit. Das ist eine Sache, die Allah Azza wa Jal subhanahu uns so genannt hat. Nimm vier von den Vögeln und zerstückel sie. Daraufhin lege auf jeden Berg ein Teil von ihnen und ruf sie zu dir. Sie werden eilig herbeikommen. Ibn Kathir rahimullah ta'ala sagt, als er das gemacht hat, Ibrahim alayhi salatu wassalam, und von jedem Vogel ein Stück über das, den Berg gelegt hat, hat er sie dann gerufen, wie Allah Azza wa Jal es ihm befohlen hat. Ibn Kathir sagt, obwohl die Federn auf verschiedenen Bergen waren und das Fleisch auf verschiedenen Bergen war und das Blut über verschiedene Berge verteilt war, kam jede einzelne Feder zu einem jeden Bluttropfen und zu einer jeden Haut von den Vögeln, so wie sie ursprünglich gewesen sind, zu Ibrahim zurück. Allah subhanahu hat ihm klar gemacht, dass er die Toten wieder lebendig macht. Wir waren bei Ilmul Yaqin, das Wissen der Gewissheit. Wenn ich dir jetzt sage, glaubst du an Allah? Deine Antwort? Alhamdulillah. Deine Antwort ist ja, glaubst du an Allah? Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Warum glaubst du an Allah? Du bist überzeugt, aber die Überzeugung kommt ja nicht von ungefähr, sondern die Überzeugung braucht was? Was braucht die Überzeugung? Wissen. Okay, du hast das Wissen und du siehst ja die Schöpfung Allahs Azza wa Jal. Also bist du überzeugt aufgrund von Wissen, dass Allah Azza wa Jal existiert. Aber jetzt eine andere Frage. Wenn du Allah sehen würdest, ist das dieselbe Überzeugung? Was wird hier passieren? Natürlich. Natürlich. Glaubt ihr? Und wir sind ja alle Muslime, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Glaubt ihr, wenn wir Allah sehen könnten, direkt würden wir diese Sünden machen, die wir machen? Keiner von uns. Sahih? Warum? Wir würden uns viel zu sehr schämen. Möge Allah uns schamhaft machen. Aber warum machen wir sie? Weil wir Allah nicht sehen. Aber er existiert doch. Das ist das Wissen von uns. Ja? Aber was fehlt uns? Ainul Yaqin. Und die Überlieferung bei Al-Bukhari, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns von Engeln berichtet hat, die ständig nach Sitzungen suchen, wo Leute Allah azza wa jalls gedenken. Dann sagen diese Engel zu Allah, ja Allah, hier sind deine Diener und sie sitzen hier im Kreis. Dann sagt Allah, was begehren sie? Und so sagen die Engel, sie begehren das Paradies. Daraufhin fragt sie Allah, die Engel,
Haben Sie das Paradies jemals gesehen? Dann sagen sie, ja Allah, sie haben es nicht gesehen. Dann sagt Allah, was, wenn sie es gesehen hätten? Dann sagen die Engel, so würden sie sich noch mehr anstrengen für das Paradies. Haben wir einen klaren Beweis, dass Ainul Yaqin, fast hätte ich mir ins Auge gepiekt, dass Ainul Yaqin, das heißt die Gewissheit des Auges, höher ist als Ilmul Yaqin? Natürlich. Das ist eine Art und Weise, die Ibrahim a.s. erreichen wollte. Und er hat sie erreicht, weil Allah gab ihm diese Vorzüglichkeit, dass er ihm dieses Beispiel gezeigt hat. Und du wirst mit Leuten reden, die dir sagen, wie soll das gehen mit der Wiederauferstehung? Wenn eine Person zur Erde zerfallen ist, wie soll er wieder auferstehen? Allahu Akbar. Schaut mal, diese Person denkt über eine Sache nicht sein. Diese Person denkt über eine Sache nicht nach. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Und zwar, was ist schwerer aus unserer Sicht? Gibt es für Allah ein Schwert? Nein. Für Allah gibt es das nicht. Was ist schwerer? Ist schwerer, dass du eine Sache aus dem Nichts heraus erschaffst? Es war nie da und auf einmal ist es da. Oder ist es schwerer, dass eine Sache, die schon da ist, dass du sie einfach nur zurückbringst? Was ist schwerer? Was ist schwerer? Habt ihr die Frage verstanden oder soll ich sie wiederholen? Bitte schön. Ist das schwerer? Was schon da war, einfach nur wieder zurückbringen? Richtig. Dass aus dem Nichts etwas erschaffen wird, was nie zuvor eine Existenz hatte. Das ist schwer. Aber eine Sache, die man schon erschaffen hat, einfach nur zurückzubringen, das ist bei Allah viel leichter. Und daher müssen wir das verstehen, für Allah gibt es kein Schwer. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyamah alle Seelen, die von Adam alayhi salatu wasalam bis zum Mann, der zur letzten Stunde gelebt hat, dass Allah sie alle zurückbringt, ist für Allah so, als ob er nur eine Seele zurückbringt. Alles Ayat, die ich euch erzähle, wir reden nicht aus unserem Kopf. Und daher sollen wir verstehen, ein Muslim weiß genau, dass er zu Allah Azza wa Jal zurückgebracht wird. Wer verleugnet das? Wer verleugnet, dass er zu Allah Azza wa Jal zurückgebracht wird? Nur ein Kafir. Allah Azza wa Jal sagt, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Die Kuffar behaupten, sie würden zu Allah nicht zurückgebracht werden. Sprich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sag ihnen, ihr werdet zurückgebracht. Und dann werdet ihr befragt werden. Es gibt hier nur eine arabische Lösung. Ihr kennt die arabische Lösung? Sie behaupten, sie werden nicht zu Allah zurückkehren. Und das ist sehr gefährlich. Jemand, der das behauptet, ist bei uns kein Muslim. Sondern du musst gewiss sein als Muslim, Allah hat dich erschaffen und er wird dich auch zu sich zurückbringen. Zu sich zurückbringen nur aus einem Grund, dass er dich befragen wird, was du gemacht hast in der Dunya. Und wenn wir doch in dieser Dunya alles machen könnten, was wir wollten, warum soll Allah uns befragen? Subhanahu wa ta'ala. Er befragt uns natürlich, weil wir in dieser Dunya nicht alles machen durften. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيْ يُتْرَكَ سُدًى. Glaubt der Mensch etwa, dass er sich selbst überlassen wird, ohne dass er von uns aufgetragen bekommt, was er machen muss und was er unterlassen muss? Allah, er legt das eine jede Seele auf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit einem richtigen Glauben leben und sterben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Seele nicht anders zurücknehmen, außer als Muslime. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baraklahu fikum wa jazakum la khair. Shaban, hat alles super geklappt. Wollte ich nur sagen. Das war ironisch. Okay. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد طيب Wir haben etwas Zeit für Fragen, inshallah ta'ala. Bitte keine ganzen Romane schreiben. Das sind jetzt zwei Seiten, die ich lesen muss. Ich mach's kurz. Ich habe gestern vor Fajr Wudu gemacht und dann meine Socken angezogen. Das ist das Lieblingsthema. Die Socken. Die Socken, wa ma adraka ma Socken. Ich habe gestern vor Fajr Wudu gemacht und dann meine Socken angezogen. Als ich für die Gebete Wudu gemacht habe, habe ich auch über